Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich wollte heute ein kurzes Video machen. Ja, ich weiß, wenn ich das sage, dann kommen bestimmt wieder im Video 20 Minuten oder so vor. Aber das ist nur ein kurzes Video. Und zwar ist das ein Vlog mit einem Haul mit dabei. Und ja, das ist ja nicht indirekt ein Vlog. Ich wollte halt erzählen, was ich so vorhabe, beziehungsweise was ja, was ich für dieses Jahr erreichen möchte. Und zwar habe ich mir vorgenommen, eine andere Methode zu wählen, was Abnehmen betrifft. Ich weiß, ihr wolltet noch ein Abnehmvideo haben, aber ich muss ja erstmal die optimale Abnehmen, ja, das optimale Abnehmplan quasi heraussuchen, und ich hab's herausgesucht. Hab's auch wieder angefangen seit gestern Abend, und heute Morgen hatte ich es nochmal gemacht, und ich musste sowieso diese Sache neu kaufen. Ich war auch heute spazieren ein bisschen, weil dadurch stimuliert es die ja, quasi den Stoffwechsel, und man hat auch was anderes gesehen. Und ja, dann bin ich dann spazieren gegangen, war bei der Apotheke, und dann war ich noch bei Rewe, habe dann noch was gesucht, also gefunden, womit ich meine anderen Sachen vergleichen möchte. Beziehungsweise, ich wurde gefragt, ob ich ein Video mache über cremige Sachen, also so Eyeshadow-Pencils und Creamy-Eyeshadow, Cream-Gel-Eyeshadow und so weiter und so weiter. Also so die ganzen cremigen Produkte. Es gibt ja auch Cream-Blush und so weiter. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, so ein Video zu machen. Und das werde ich auch bestimmt dann mal machen. Ich werde auch dazu auch ein neues Produkt noch hinzufügen, aber das dauert noch ein kleines bisschen. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder in die Stadt fahre. Und ja, auf jeden Fall Vlog erstmal das Abnehmen. Also ich habe immer wieder versucht, abzunehmen, von Ernährung bis hin zu Sport. Dabei bin ich ein Sportmuffel normalerweise. Wenig essen, wenig Süßes. Und viel Bewegung versuche ich irgendwo irgendwie hinzukriegen, aber das klappt nie und nimmer. Ja, dann habe ich eine Methode entdeckt. Das war damals so, da hatte ich auch mal 5 oder 6 Kilo abgenommen, war dann auf mein Idealgewicht, und dann hatte ich irgendwann einen Rückschlag und hat dann wieder gegessen und gemacht und getan. Und jetzt möchte ich wieder davon wegkommen, so einigermaßen, und habe eine Methode gefunden, das sich nennt, das kann ich euch jetzt zeigen, das ist hier das Almased. Ich war, wie gesagt, bei der Herzapotheke und habe das für 20,75 € gekauft. Die bei der Apotheke haben jetzt eine neue Version rausbekommen von Almased. Und zwar gibt es diese also die Portionspulver für unterwegs. Und ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Ich kann auch daraus nehmen, das dann vielleicht irgendwo umfüllen und dann auf der Arbeit oder wenn ich jetzt zu Besuch irgendwo bin, das dann halt trinken und halt ja, mischen. Und zwar ist Almased eine also keine komplette Diät, sondern es ist eine Unterstützung eures Abnehmens. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, ganz normal frühstücken. Dann, wenn ihr keinen so großen Appetit habt auf Mittagessen, nehmt ihr Almased. Und dann könnt ihr abends vielleicht noch mal einmal nehmen oder halt abends ein Butterbrot mit gesunden Sachen drauf, also ein bisschen Quark oder ein bisschen Paprika, Gurken und so weiter. Das könnt ihr dann halt nehmen. Also ihr könnt das variieren, wie ihr wollt.
Eigentlich müsste man es so machen, dass man morgens, mittags und abends das ersetzt. Da bin ich noch mal am gucken, wie ich das mache, weil ich muss ja auch zwischendurch arbeiten. Und wenn man arbeitet, hat man ja auch ein bisschen Appetit. Gut, ich verzichte aber nicht auf meinen Cappuccino dort und auf irgendein Brötchen. Das ist okay. Aber man soll darauf achten, dass man halt das hier einhält. So, normalerweise nimmt man dazu Wasser, steht hier, aber ich nehme Milch, weil das sättigt. Und ihr müsst eine 1,5er Milch nehmen, weil das dann weniger fällt und ist schön leicht verdaulich. Und ja, dann, wenn ihr so 200-300 Milliliter Milch abgemessen habt, gebt ihr so je nach Bedarf 2 bis 5 Esslöffel von diesem Pulver. Das ist nämlich ein Pulvergemisch. Noch zu, klar. Zeige ich euch mal kurz. So, das ist hier dieses Pulver. Das nehmt ihr dann mit einem Esslöffel dann auf die Milch, rührt es dann schön um, bis sich dieser Pulver sich auflöst. Und dann, was ich ganz, ganz gerne mache, ist das nochmal ein bisschen cremig schlagen, weil ich mag es sehr, sehr gerne mit so einem. Kennt ihr diesen Milchaufschäumer? Wenn ja, dann probiert es aus, weil ich habe das immer ein bisschen aufgeschlagen, so ein kleines Tick, damit das schön cremig wird und damit ich nochmal Sicherheit habe, dass der Pulver, dass dieses Pulver sich auflöst. Und dann trinke ich das dann halt. Also 200-300 Milliliter, je nach Tassengröße, sind ungefähr 2 große Tassen. Oder halt eine Kaffee-to-go Tasse quasi. Also ist komplett. Und ich bin damit sehr zufrieden gewesen damals. Und ich werde es auch bestimmt definitiv durchziehen mit diesem Pulver. Weil aktuell liege ich in meinem Gewicht. Ich habe auch eine App auf meinem Handy, da trage ich immer meine Gewichte ein, damit ich weiß, worauf ich dann immer achten muss. Beziehungsweise, oh, du hast ja viel zugenommen, jetzt musst du gucken, dass du das schnell irgendwie unterwegs wieder runterkriegst oder so. Auf jeden Fall habe ich einen aktuellen Stand, das ist 66,6 Kilogramm. Eigentlich spricht man nicht so über sein eigenes Gewicht, aber ich sage jetzt mal 66,6 Kilogramm. Idealgewicht wäre ungefähr 54 Kilo. Das heißt, ich muss über 12, 13 Kilo abnehmen, damit ich auch auf mein Gewicht komme. Und ja. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man dann arbeiten muss zwischendurch und dann geht man an die Cafeteria vorbei und dann lockt es so schön an, weißt du, mit Brötchen, mit, weiß ich nicht, mit Kaffee und so weiter. Aber man soll auf nichts verzichten. Also ich nasche mal im Monat ein, zwei Mal oder so, wenn ich Lust dazu habe und ja, dann esse ich ganz normal, halt nur in Maßen. Heute mache ich auch mit meinen Eltern eine gesunde Pizza. Da freue ich mich richtig drüber. Da werde ich Paprika, glaube ich, reinschneiden, ein bisschen Thunfisch und Pilze und so. Das kann ich ja noch machen, halt nur nicht so mächtig und nicht so große Stücke, weil der Magen muss sich da auch dran gewöhnen. Weil ich ja das hier dann immer trinke vorher. Also ich habe das immer ein paar Minuten, also oder ein paar Stunden vorher getrunken, sodass mein Magen voll ist und ich nicht so viel Hunger habe. So. Ja, dann habe ich noch von der Apotheke einige Sachen bekommen, was mit Einmal-Seed zu tun hatte. Das ist wirklich, wirklich gut. Beim Spaziergang habe ich so ein bisschen so grob durchgelesen. Das hier ist zum Beispiel Planfigur, das 14-Tage-Programm extra, das ist zum Thema Fasten. Das werde ich mir mal durchlesen, damit ich auch sehen kann, auf was ich hier
was ich so machen könnte, weil guck mal hier kann man auch Quark machen und so. Hier zum Beispiel eine Müsli-Variante. Da kann man einmal Seed hineintun. Dann kann man hier so Magerquark nehmen mit einmal Seed. Also das alles kann man auch ohne einmal Seed nehmen. Halt und man kann auch Kräuterquark nehmen, also damit zubereiten. Oder ein Gazpacho. Kann man auch machen. Das kann man denn hier noch. Und wenn man so gerne so auf Kaffeesachen steht, okay, hier ist jetzt kein Kaffee, aber das ist so ähnlich. Sieht das auf dem Bild aus. Das ist ein Buttermilchflip. Dazu braucht ihr 300 Milliliter Buttermilch, 6 gehäufte Esslöffel, einmal Seed, mit einer Messerspitze Zimt oder etwas Zitronensaft würzen. So, und als ich das gelesen habe, kam mir die Idee, dass ich, wenn ich jetzt mal mit einmal Seed arbeite, dass ich euch so ein paar Kleinigkeiten aus diesen Heften mal ja, zeige, wie das geht und natürlich schnelle Varianten und das werde ich dann mal versuchen mit euch zu machen, wenn ihr mögt. Hier zum Beispiel Koko-Cocktail gibt es hier auch und so. Also das kann ich gerne mal mit dem Almatlet mit euch machen, so die ganz kleinen Rezepte. Und hier steht auch noch beim Fasten, dass man unbedingt, egal wie man mit der Diät anfängt, dass man immer mal wieder Wasser trinkt. Immer, immer, immer von Anfang an. So 2,5 Milliliter muss es sein. Trinken ist sowieso wichtig, aber bei dieser Diät ist es immer sehr, sehr wichtig. Also hier kann man sich ganz viele Tipps mal durchlesen und warum das einmal sieht, gut ist und ja, das ist dann halt Planfigur, extra Fasten. Dann habe ich noch Planfigur, auch noch so eine Zeitschrift, das ist extra für Diabetiker, das heißt für diejenigen, die einmal seht, probieren möchten. Gibt es noch einige Rezepte, was für Diabetiker geeignet sind? Man kann aber auch diese Rezepte, ja, kann man auch nehmen, wenn man kein Diabetiker ist, weil die sehr, sehr lecker ist. Zum Beispiel hier, lecker, lecker Folienkartoffeln mit Kräuterquark und Salat. Da ist auch überall. Wenn man das jetzt hier sehen würde, glaube ich auch einmal seht mit bei. Steht auch, ja. Also hier, das kann man nämlich nehmen. Hier sind so quasi so Reduktionsphasen und da kann man dann halt sehen, was man als erste Reduktionsphase nimmt und als zweites und so weiter. Hier kann man lesen, was die Startphase bedeutet, was man da machen muss, dann Reduktionsphasen und das ist richtig, richtig, richtig schön. Und geschmacklich finde ich das nicht übel. Also ich habe keinen bitteren, also keinen komischen Geschmack, sondern durch die Milch habe ich das Gefühl, das ist hier so ein bisschen mit so einem Vanille-Aroma. Habe ich, meine ich, wenn man das so jetzt so schmecken würde, ist das so ein bisschen Vanille drin. Aber das schmeckt nicht übel. Und ich habe am Anfang erst, ja, hatte ich erstmal Bedenken gehabt, dass ich das probieren soll. Und ja, aber so schlimm ist das Ganze. Ist ja nur eine kleine Unterstützung für zwischendurch, dann, wenn man jetzt mal abnehmen möchte, quasi. Man soll zwar auch gesund leben, auch, aber halt, das ist halt nur eine Unterstützung, dass es auch schneller gehen sollte. Und ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ja, dann habe ich hier noch eine Zeitschrift. Das ist einmal seht aktiv.
kam im Herbst 2013 raus. Und hier steht, dass eine Annika Pepper 40 Kilo abgenommen hat. Also wirklich total cool. Hier sind einmal seht Rezepte, schlank im. Hier steht auch, ob schlank im Schlaf funktioniert. Ja, dann steht hier Notfallpläne. Zum Beispiel hier die erste Woche morgens, mittags, abends. In der ersten Woche alle drei Mahlzeiten mit jeweils 5 gehäuften Esslöffeln des Vitalpulvers. Plus jeweils, hört gut zu, 2 Teelöffel Raps- und Soja- oder Walnussöl in Wasser ersetzt oder in Walnussöl oder Walnussöl in Wasser ersetzt. So. Dazu Gemüsebrühe, so viel man möchte. So. So, dann hier die zweite Woche. Also hier seht ihr das bildlich dargestellt. Morgens und abends 5 gehäufte Almaseed, Esslöffel Almaseed in fettarmer Milch und gegebenenfalls 1 Teelöffel ungezuckerter Kakaopulver. Mittags Gemüse und Salat, dazu mageres Fleisch oder Fisch. Und ja, das kann man dann halt alles so durchlesen, was man darauf achten muss, welche Rezepte es gibt. Und ja, das lese ich mir definitiv nochmal vor. Ja, dann habe ich hier noch extra noch so ein Apotheken-Kurier-Zeitschrift gekriegt. Dann habe ich noch was Leckeres gekriegt. Zitronentraubenzucker von Intakt steht hier drauf. Und das werde ich auch gleich in meine Handtasche packen. Ja, genau. Also das ist, ich kann ja mal so ein Tagebuch will ich nicht sagen, aber ich könnte noch so ein Vlog-Update machen über das Abnehmen. Also ich habe ab jetzt angefangen mit einem Gewicht von 66,6 Kilo. Und wenn es klappt, beziehungsweise wenn ich dann zwischendurch Zeit habe, werde ich immer mal zwischendurch ein Video machen, beziehungsweise mal so kurze Erzählungen, wie viel ich wiege und was ich gegessen habe und getrunken habe und ja, was ich für mich selber verändert habe, dass ich das Abnehmen hier gut durchhalte, weil jeder muss natürlich auf seine Bedürfnisse abnehmen, wie man sich auch wohlfühlt, auch und ja, das werde ich dann halt mit euch dann machen, wenn ihr möchtet, weil ihr habt es ja schon lange, lange gefragt, wie das Abnehmen funktioniert, was ich machen muss und was ich mache und wie und ich es mache, trotz geringen Zeitplans. Und ja, das werde ich dann halt so dann halt gestalten. Und ja, das ist dann halt so der kurze, kleine Vlog über mein Abnehmen. Alles andere werde ich euch ausführlich in den neuen Videos erzählen, was auch über Abnehmen auch was mit Abnehmen zu tun hat. Und ja, dann war ich noch in der Nähe von Rewe. Ich habe nur einen kurzen Spaziergang gemacht, also ich war Richtung Apotheke gelaufen, dann bin ich auf so einem Damm gelaufen, dann Richtung Rewe. Rewe ist auf so einer kleinen Landstraße, glaube ich, nennt man die. Und ja, da war ich mal drin und wollte mal einfach gucken. Und dann habe ich auch da was entdeckt für mich, für ja, für Pflege, beziehungsweise ich möchte gerne einen vernünftigen Kletteisen kaufen. Weil das, was ich benutze, was ich für meinen Depotten oder so benutze, habe ich ein bisschen Angst vor, weil da kann man keine, sag mal schnell, da kann man nicht sehen, wie viel Grad es aufgeheizt ist und ob es eine richtige Temperatur hat. Und ja, da bin ich dann ein bisschen unschlüssig. Und deswegen möchte ich einen vernünftigen Kletteisen haben, wo man das sehen kann, wie viel Grad und
ja, dass ich mich sicher fühle mit der Handhabung. Und zwar habe ich bei Rewe aus der Reihe Rowetta schwarzen Glätteisen gesehen. Ich habe mich auch nicht getraut, ob es das zu kaufen, weil ich Angst habe wegen meinen krausen Haaren. Wenn ihr euch da besser auskennt mit Glätteisen, könnt ihr mir ja mal unten drunter schreiben, ob Rowetta gut ist, die Firma, weil das war nämlich runterbesetzt und das wollte ich nämlich gerne vielleicht holen. Und natürlich, ob meine krausen Haare das mitmachen, das ist die eine Frage. Ihr könnt mir gerne Tipps unten drunter posten. Ich weiß jetzt, warum ich auf Chips komme, weil ich über Abnehmen gesprochen habe. Toll, ne? Weiß ich nehme ab und denke an Chips. Egal. Auf jeden Fall, das könnt ihr mir ja mal drunter posten oder ihr könnt mir unten drunter schreiben, welche günstige Alternative es gibt zu Glätteisen, aber trotzdem eine gute Qualität hat. Das könnt ihr mir natürlich auch unten in die Kommentarsektion schreiben. Aber ich habe heute mir mal was anderes geholt. Und zwar habe ich mir Schminke geholt von Rewe und viele haben gesagt, diese Firma soll auch gut sein. Es soll eine Alternative sein zum Vergleich auch von DM mit P2 und mit Catrice und so weiter. Und ich habe die Firma Wet n Wild entdeckt. Da habe ich schon lange. Und da gibt es da so einen Aufsteller und dann kann man sich da so ein paar Sachen holen und ich habe mir vier Sachen geholt und ich zeige euch jetzt erstmal das teuerste und zwar habe ich mir mal eine Palette geholt. 6,49 € kostete das und zwar ist das aus der Wet n Wild Color Icon und das hat die Farbe E736 Petal Pasche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es verschiedene Namen gibt, aber hier steht Petal Pasche. Und die Farben sehen so aus. Ich habe sie auch schon geswatcht und die sind richtig gut pigmentiert. Wirklich, wirklich klasse. Ich zeige euch jetzt mal ein. Ich nehme jetzt mal hier diesen Lila-Blauton. Und so sieht das aus. Voll krass, oder? Wunderschön Schimmer. Wirklich, wirklich schön. Und hier steht lustigerweise, auch für Anfänger auch gut geeignet, für welche Farbe wo hier was hinkommt. Hier zum Beispiel unter der Augenbrauenbogen. Bogen, dann Eyelid, also Eyelid, also das komplette bewegliche Lid, dann ein Crease. Crease ist ja die, ich glaube, die Lidfalte. Und Definer ist ganz, ganz hier in der Ecke. Oder ich glaube, dass man Definer halt am oberen Wimpernkranz das aufdrehen kann. Das ist wirklich witzig gemacht und die Farben sehen schön aus, finde ich. Von der Auswahl finde ich schon klasse. Und das hat mich sehr angesprochen. Und da ich ja, wie ihr ja mittlerweile wahrscheinlich wisst, dass es so verlockend ist, Paletten zu kaufen, weil man sich eine Aufbewahrung geholt hat, ist es schon verlockend. Aber ich wollte einfach mal eine Lidschattenpalette von Wet n Wild testen, schon ewig, ewig lange. Nur da habe ich mich nicht immer getraut. Und jetzt habe ich eine Palette davon. Vor allen Dingen habe ich das auch geholt, um euch so ein paar kleine Vergleiche zu zeigen, ob das gut ist. Wenn man jetzt da bei Rewe ist und man möchte sich mal Schminke kaufen oder so. Dann habe ich einen Highlighter für. Moment. 3,99 € geholt. Das ist auch aus der Wet n Wild 3. Ist alles eigentlich von
Wet n Wild. Da gab es auch Nagellacke, so größere Flaschen von Spoilant und noch irgendeine Reihe. Aber ich weiß nicht, ob die Nagellacke gut sind. Ich wollte da was testen. Aber Leute, wenn ihr da gerne mal was testen wollt, ich habe da viele, viele Tubes gesehen von den Nagellacken. Ich habe da sogar eine gesehen aus meiner P2-Reihe, also im Vergleich. Und viele, viele Nagellacke aus der Reihe Catrice. Dann habe ich so Tubes gesehen, die ich mal bei Pieper, bei Douglas gesehen habe und generell bei DM auch gesehen habe. Und ja, schaut da mal rein und testet das mal. Also ich habe das noch nicht getestet, vielleicht irgendwann mal. Aber ich habe dieses hier gefunden, dieses schöne Schmuckstück. Das ist, wie gesagt, von Wet n Wild. Mega Glow. Illuminating Powder. Das hat die Farbe E345 Catwalk Pink. Und das ist ein Blush und Highlighter zugleich. Nicht wundern, dass er hier so Striemen hat. Ich habe das schon rumgezwanscht. Das hier an den Seiten sind so goldene und bronzige Partikel. Der hier ist so ein bisschen so wie so ein Bronzeton. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Mal blöd. Wartet. Ja, so ein Bronzeton. Und das hier ist so der helle Ton. Also das ist der helle, das ist der dunkle. Und hier sind dann halt die pinken Blush-Farben. Man kann sie auch super mischen. Man kann sie auch einzeln nehmen. Und dann hat man direkt noch einen Highlighter mit dabei. Und ja, ich finde, mal gucken, ob es, wenn ich jetzt die beiden jetzt hier Swatche auf dem Finger, sind die sehr schön leicht pigmentiert. Und yay, das habe ich mir dann halt geholt, auch zum Vergleichszwecken meiner anderen Blushes und Highlighter. Dann habe ich für jeweils 2,99 diese Stifte hier geholt. Das sind auch Eyeshadow-Stifte. Und diese Eyeshadow-Stifte heißen Idol Eyes bei den von Wet n Wild. Das hier ist die Farbe E132 Ivy. Mal das lesen. Ivy ist so ein schöner Grünton. So, das werde ich jetzt mal für euch swatchen. Der hat zwar so eine ähnliche Farbe wie der aus meiner Revival Loops Serie, aber ich wollte halt einfach mal testen, ob die von Wet n Wild fast genauso sind. Und ja, halt das und wunderschön cremig. Man kann es auch schön verblenden. Ja, gut. Das werde ich dann mal testen. Dann habe ich noch eine wunderschöne Farbe aus der Reihe Idol Eyes. Und zwar die Farbe E133 Techno. Das ist so ein lila, ja, so ein lila, mit einem blauen Schimmer. Ich werde mal gucken, ob ich das dicker auftragen kann, dass ihr den blauen Schimmer seht. So sieht das aus. Wirklich, 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 wirklich schön. Ja, so ist das dann halt. Und ich zeige euch nochmal vernünftig den anderen, damit ihr das seht. Aber die sind total klein. Obwohl die von Revival Loop sind ja auch eigentlich klein, aber die sind echt klein für den Preis. Naja, aber ich habe das jetzt mal mitgenommen zum Testen, zum Ausprobieren. Und ja, da habe ich schon mal eine weitere Firma zum Vorstellen. Wenn ich jetzt die Cream
Sachen zeige, vom Blush bis zu den Stiften, bis zu, gibt ja auch cremige Gel-Eyeshadows, die ich habe, und auch andere Creme-Produkte, und das werde ich dann in einem extra Video machen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wann ich das hinkriege, beziehungsweise ob ich es schaffe, die anderen Sachen dann mir zu holen zum Vergleichen, beziehungsweise zum Testen. Und ja, das war's. Also mit meinem Video, das war bestimmt wieder über 20 Minuten, aber viele mögen ja meine Videos, und die auch lang sind. Aber ich kann eh nicht immer die Klappe halten. Ich habe immer nur eine Plapperschnute, das kennt ihr ja. Und da bin ich nicht immer still, was das angeht. Sobald ich mich vor der Kamera setze, ist es vorbei. Dann laber ich wie ein Wasserfall. Aber ist auch mal schön. Und dann kann man auch, ja, sich entspannen, wenn man dann euch was zeigt. Und ja, gut, das war's, wie gesagt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und ich würde mich freuen auf ein Feedback, beziehungsweise ob euch die Idee gefällt, dass ich so eine Art Tagebuch führe, wie ich mit dem einmal seht, zurechtkomme. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf bald. Tschüss.